So, wir sind jetzt gerade. Wir sind wieder bei Wortbedeutungs-TV. Okay, wo sind wir bei? Und diesmal geht's ums Wort Bauchnabelflusen. Ach, ich sag jetzt nicht, wer es geschrieben hat. Wir markieren den, denke ich mal. Alle Leute, die diese Wörter gemacht haben, und so markieren wir jetzt einfach mal bei Facebook, würde ich sagen. Und jetzt kommt die Auflösung. Ich habe selber Bauchnabelflusen. Ich erkläre euch jetzt auch mal, was das ist. Bauchnabelflusen kommt zustande. Ja, wenn man... Wenn du dich nie wäschst. Nein, das hat nichts zu tun. Und man hat unterschiedliche Bauchnabel. Man hat einen Bauchnabel, der ja nach draußen geht, gibt's Leute, und es gibt welche, die am Ende nach innen geht. Und wenn er nach innen geht, ist ja klar, dann ist da so ein kleines Löschen und da bildet sich dann halt Bauchnabelflusen. Das ist dann einfach Wolle vom T-Shirt oder vom Pullover, sich da drinnen bildet. Dann gehst du mit dem Finger da einmal, zack, und dann hast du da so die Bauchnabelflusen raus. Die hat nicht jeder, aber... Zwischendurch hat, obwohl vielleicht hat sie zwischendurch jeder mal, aber man kommt auf den Bauchnabel an. Kommt auch aufs T-Shirt an oder aufs zum Beispiel, auf den Pullover. Ich meine, wenn du jetzt so richtig übertrieben, krass, motherfucking great, krass, übertrieben, heftig, fett, krass, schwitzt, wie so eine Sau. Und wenn du vor allem so einen übermächtigen, mega, total freshen Wollpulli hast, ist das natürlich schneller, als wenn du gerade mal so ein schönes Lackjäckchen anhast. Ne? So ein Lederjäckchen. Ja, dann hast du eine halbe Schafsherde im Bauchnabel hängen. Genau. Nach dem Baumwollpulli oder nach der Baumwolljacke, wie auch immer. Zum Beispiel. So richtig krass, die richtig flust und so das und fusselt und. Das ist halt ein bisschen scheiße. Das ist krass. Ja. Bauchnabelfluss. Genau. Dann hast du auf jeden Fall eine Menge davon. Dann kannst du daraus schon fast deinen eigenen Pulli wieder da stricken. Bauchnabelflusen. Okay. Ja, das waren die Sachen Bauchnabelflusen.